Einen wunderschönen guten Abend. Hallo Warwick, grüß dich. Ja, wir kommen zurück zu Floatland. Ja, das kleine überschwemmte Dörfchen, ja, das wir versuchen zu retten quasi. Mal sehen, ob uns heute noch was gelingt. Ja, ich weiß gar nicht mehr genau. Irgendwie hatten wir ja ein paar Problemchen, aber die werden wir heute hoffentlich bewältigen können. Vor allem habe ich ja gelesen, dass es im Spiel, mich hat es auch gewundert, die haben Häuschen gebaut und die haben das nicht wirklich bewohnt. Ja, das ist tatsächlich ein Fehler im Spiel. Kann ich gar nichts dafür. Ja, kann ich gar nichts dafür. Ich habe das Spiel nicht gestartet. Ha! Ich starte mal das Spiel, ne? Auf jeden Fall bin ich total unschuldig. Ich kann gar nichts dafür. Ja, also einmal unschuldig. Aber ja, es hat noch so ein paar Startproblemchen. Oh mein Gott, das ist viel zu laut. Und es ist nicht auf Game. Warum ist es nicht auf Game? Weil ich ja alles neu installiert habe. Genau, da war's. Censor ist schuld. Ah, heute mit eleganter Musik. Klingt so richtig schön düster. Findet ihr nicht? Es hat irgendwie was. Oh, gedämpfte Stimmung. Es passt zur Nachtdämmerung. Alle wandern trübselig durch die Gassen. Denkend daran, werden wir morgen noch leben? Wird das Wasser steigen? Wird Ander uns was zum Essen besorgen? Nee, ich esse alles selbst. Ha! So, Spiel ist gestartet. Jetzt muss ich es nur noch hier reinbringen. Das habe ich natürlich auch irgendwie. Puh. Ich bin total unschuldig. Das wisst ihr ganz genau. Ihr wisst das ganz genau, dass ich gar nichts dafür kann. Ich weiß jetzt, ich habe ein schwarzes Bild. Es tut mir leid. Aber nur ganz kurz. Es dauert auch gar nicht lange. So. So, so, das weg, das her, und als wäre nichts geschehen, sind wir schon da. So, jetzt habe ich ja alles zugedeckt. Naja, ist ja egal, ich habe ja da oben auch noch einen Chat, aber der fehlt hier, dann muss ich den hier aufmachen. Ach, also stressig hier, ist ja Wahnsinn. Ist ja Wahnsinn, sage ich nur, Wahnsinn. Ja, Floatland. Wir haben es letztes Mal angespielt. Ja, sind ja doch ein bisschen wohin gekommen, aber auch nicht wirklich weit. Gut, wie es halt so ist. Und das Spiel soll ja auch nicht nach 4 Stunden aus sein. Es wäre ja auch richtig fad. Wir meinen, ja. Ja, ich bin der Wichtigste hier, ja.
Ohne mich geht gar nichts. Ich muss essen, um zu überleben. Wenn es zu laut ist, die Musik, müsst ihr sagen. Oder musst du sagen? Ist der Einzige hier? So, Countdown, zumindest der Einzige im Chat. Hauen wir uns mal rein. Hier haben wir ein schönes Boot, aber wir haben gar kein Boot noch. Nee, wir bekommen erst ein Boot. Ich hoffe, wir bekommen noch ein Boot. Wir müssen noch schippern. Oh, das schöne Riesenrad. Ist das Wien? Der Prater, da hinten ist der Prater. Ach, press NEK, da kann ich lang warten. So, ich habe schon wieder gar keine Ahnung. Was ging's denn da überhaupt? Arbeiter. Ich weiß auch gar nicht, ob es schon ein Update gegeben hat. Vielleicht haben sie auch schon wieder was gepatcht. Wäre natürlich supi. Wie sieht's denn hier aus? Auf jeden Fall mal, ja, dreckig. Warum ist das Englisch? Alter, ihr wisst doch ganz genau, dass mein Englisch... So, nee, wir sprechen Deutsch. Jawohl. Oh, heute wird mehr gesungen. Wir haben musikalische Untermalung. Nimm den Funkturm wieder in Betrieb. Da, genau, da war ja was. Wir haben Wasser, wir haben ein bisschen Nahrung. Das ist, glaube ich, echt ein bisschen sogar mir zu laut. So. Das Wasser geht aus. Hallo! Censo, da ist da der Schuldige. Ja. Censo war's. Ja, ich habe es gerade ein bisschen leiser gemacht. Jetzt musst du mir nochmal sagen, ob es jetzt passt oder noch zu laut ist. Jawohl, so sehe ich das gern. Er gibt's zu. Und was ging's denn hier überhaupt? Okay, jetzt ist Pause. Wir haben 3 Uhr in der Früh. Die machen nichts. Die faulen Säcke lungern hier nur rum. Die nutzen den Funkturm. Ja, der Funkturm. Nee, das war er nicht. Das ist die geflutete Fabrik. Wo ist denn der Funkturm? Und der Wasserturm? Ah, ich schätze mal, das ist der Funkturm. Ja, okay, aber das ist ja nicht in meinem Gebiet. Ja, gut. Wird sofort erledigt. So. Okay, wie komme ich jetzt zu denen? Ich glaube, ich kann mein Gebiet erweitern. Ah ja, Moment. Haben die schon alle ihre Häuser? Nee, der hat noch nicht. Ah, wunderbar. Das freut mich. Das freut mich. Hier haben wir die Baustelle. Da wird schon der Müll transportiert. Hier haben wir den verdorbenen Fisch. Okay, der heißt nicht verdorben, sondern riskante Nahrung. So. Aber Wasser geht runter. Okay, Nahrung geht eigentlich auch runter, aber trotzdem geht's rauf. Wie war es jetzt mit dem Fischi? Man möge mir den Fisch bringen, den Kontaminierten. Ich finde das jetzt komisch, dass die hier diese ja, fehlende Materialien mit Ziegelsteinen. Es fehlt Fisch, aber wir zeigen Ziegelsteine. Das ist vielleicht nicht so irritiert ein bisschen. Da denke ich immer, das muss jetzt gebaut werden. Das finde ich jetzt nicht so toll. Und ich finde auch ein bisschen komisch, wir können hier nicht ran, weil wir nicht ins Wasser können, aber wir haben ein Boot. Aber das können wir anscheinend nicht fremd benutzen. Das kann nur die Fischerei benutzen. Ist auch irgendwie ein bisschen komisch. Aber ja. Das heißt, ich werde wohl hier ein Lager machen müssen oder sowas. Weil, wie weit geht unsere Grenze? Genau, die geht nur bis hierher. Und ich glaube... Ja, natürlich. Natürlich sind da die Menschen schuld. Wir haben unser Land selbst verwüstet. Die Klimakatastrophe hat hier das ganze Land überflutet.
Das sage ich jetzt nicht so, das ist tatsächlich so im Spiel gegeben. Renoviertes Haus, 250. Ich hätte genug, gell? Für 5 Personen. Ja gut, ich brauche, also ich als Oberhäuptling brauche natürlich sofort eine bessere Unterkunft. Das geht ja so gar nicht. So, wie war denn das? Kann ich ja auch selbst irgendwie, genau, hier die Leute herschicken. Nahrung, Holz. So, wie viel habe ich denn überhaupt zur Verfügung? 6 Stück. Wunderbar. Wir haben 6 Leutchen. Ja, die haben jetzt wieder jede Menge zu tun. Und es ist schon 10 Uhr Vormittag. Die Zeit geht schon rasant. Ah, ja, sehr schön. Ach, endlich kann ich in einer schönen Hütte. Wir haben kürzlich ein Hausgebäude, renoviertes Haus übernommen. Ja, endlich muss ich nicht mehr in dieser Bruchbude hier wohnen. Das finde ich richtig so. Der Anführer hat natürlich in einer besseren Unterkunft zu sein. Ich muss ja ausgeschlafen und gut ausgeschlafen sein, um hier alle Entscheidungen fällen zu können. Was kostet jetzt so ein Lager? Wo haben wir denn? Baumenü haben wir hier. Kleines Lagerhaus. Dieses Gebäude erhöht die globale Lagerkapazität für alle Ressourcen. Erhöht die gesamte Lagerkapazität, verteilt Ressourcen. Reichweite 70. Ja, genau, die Reichweite wollen wir. Also nochmal 70 dazu. Ah, gut. Kostet nur 300. Ja, das haben wir. Komm. So. Geht natürlich wahrscheinlich nur dort, wo ich noch war. Ah, es muss in meinem Feld irgendwie angrenzen anscheinend. Sehe ich das richtig? Ja, ich sehe das richtig. Okay, das wird jetzt gar nicht so einfach, wenn ich hier den Leuchtturm auch noch, den Funkturm noch erreichen möchte. Ja, weil ja hier, du hast letztens nicht richtig aufgepasst. Ja, hier irgendwo ist ein Atommeiler, ja, also ein Atomkraftwerk. Und das ist nicht so ganz okay mehr. Ja, es ist schon ein bisschen kaputt. Und wir wollen es wieder herrichten, damit wir Strom haben. Oh. Und wir sind dann auf der Suche, aber wir müssen erst den Funkturm reparieren irgendwie. Damit die noch mehr Leute meine guten Nahrungsressourcen wegfuttern. Das finde ich nicht okay. Das finde ich überhaupt nicht okay. Ach Gott, ich kann das. Gott, das hat mir jetzt keiner gesagt. Ich hätte das abbauen können schon längst. Und den kann ich anscheinend auch abbauen. Aber vorher brauchen wir Thermit, damit ich den abbauen kann. Okay. Jeder sollte nicht nur Zugang zum Trink... Oh, Wasser geht richtig runter. Vielleicht solltet ihr das nächste Mal im überfluteten Österreich ein Land übernehmen oder keine. Ja, damit wäre alles ein bisschen leichter. Also Nahrungsquelle, wir hätten auch gesünderen Fisch. Ja, du vollkommen recht. Leider wurde ich ins Land Amerika geschleudert und da gibt's halt jede Menge von diesen Teilen. Ich habe ja, glaube ich, das zweite Wasserbecken. Da ist die Wasserstadt, genau, das ist die erste. Ich hatte doch eine zweite. Ja, die ist hier gestoppt, genau, die muss ich wieder aktivieren. Das Wasser geht jetzt doch ziemlich rasant. Also, die haben sicher was gepatcht, letztens ging das Wasser fast gar nicht runter. Und heute geht es viel schneller runter, das heißt, ich muss jetzt leider hier wieder 2 abziehen.
Denn laut meiner Rechnung von letztens, und jetzt habe ich wieder 38 Wasser, okay. 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 Die waren nur einfach langsam beim Glauben. Naja. Ich transportiere halt jetzt wieder mal ein bisschen Wasser rein. Die haben jetzt wieder jede Menge zu tun. Schlafen, Original 2. Ja, gibt's denn sowas hier? Einfach pennen. Wir so viel Arbeit haben. Okay, ich habe aber jetzt jede Menge Müll. Könnte beim Müll vielleicht jemanden abziehen? Ja, ich zieh mal beim Müll ein bisschen was ab. Da haben wir eh noch genug jetzt. Die bringen jetzt ihre 55 täglich und da wird ja wohl auch einiges rauskommen. Würde ich mal sagen. Ah, Tagesanbruch. Ich sage nur Tagesanbruch. Sie müssen wieder arbeiten gehen. Roboti, Roboti, zack, zack, zack. Ah, Abbau in Gange, jetzt geht's aber rasant. Zack, weg. Was hat mir das gebracht? Keine Ahnung. Ich sehe nichts. Hat mir das irgendwas gebracht? Fischerkei. Großer Müllhaufen. Was habe ich denn hier gestoppt? Ach, die Sortierhütte. Das ist auch eine Sortierhütte. Und das ist, glaube ich, auch eine Sortierhütte. Jawohl, genau. So, meine Freunde. Macht doch mal was. Warum habe ich hier einen roten Knödel? Ah, weil hier... Ah, wenn man rauszoomt, dann ist es nur ein roter Punkt. Okay. Und was war das? Studierzimmer. Ach, da sollte ich vielleicht auch wieder. Ja, okay, wir machen als erste Lagerstelle und dann gibt es wieder was zum Studieren. Stadionruine. Die ist nur ein bisschen weiter weg. Intakte Fabrik. Oh, intakte Fabrik ist supi. Ein kleines Stadion. Ah, zerstörtes Kraftwerk, da haben wir es. Ja, da ist er da, du Meiler. Ja, wo ist der Parkplatz, Alter? Ach so, sollte wohl ein Parkhaus sein, kein Parkplatz. Okay, und die Nahrung geht schon wieder runter. Warum geht jetzt... Das mit der Nahrung klappt noch immer nicht, ne? Ich weiß nicht, es ist noch Nahrung da, warum fressen die dann riskante Nahrung, obwohl noch Nahrung da ist? Das verstehe ich nicht ganz. Ach, schon wieder, es ist schon wieder morgen, okay. Übelkeit, ja, ja. Dann ist das Zeug doch nicht. Okay. So. Ah, jawohl. Habe ich die Nahrung priorisiert? Also, die kann ich mal nicht priorisieren.
Jetzt habe ich sie. Oh, in diesem Gebiet befinden sich nur noch sehr wenig Ressourcen. Wow, tatsächlich, alter Schwede. Oh mein Gott. Wir werden elendig verhungern. Mach das Lager hier fertig. Da gibt's immer noch 5 und da gibt's gar nichts mehr. Oh mein Gott. Hier schnell eins aufbauen. Das ist zwar dann nur 1. Vielleicht erholt sich das dann hoffentlich wieder. Ich muss mit der Sammelwut aufhören. Ich brauche gar nicht so viel Holz. Ab jetzt ein bisschen weniger sammeln hier. Ah, jetzt muss ich hier die Leute um... Oh mein Gott. Das heißt, ich muss die jetzt umpriorisieren. Mist. Dann fehlen mir hier ein paar. Ich brauche mehr Leute. Oh, ich sehe schon, wo das ausarten wird. Das wird so richtig unübersichtlich werden. Ja, da fehlen mir noch die Bretter. Funkturm. Ah, da brauche ich die Trümmer. Kann ich die schon? Nö, da brauche ich 25. Und für die 25 brauche ich natürlich... Ja, okay. Hätte jetzt gar nicht Baum brauchen. Ich muss vorher das Lager hier. Oh mein Gott. Aber Es muss hier wieder Tag werden. Die Messis unter sich. Wie habe ich das jetzt geschafft? Ich habe meinen Dock zugemacht. Hä? So arbeitet. Ah, es hat sich wieder ein bisschen erholt. Wenn das fertig ist, werde ich hier mal... Ah, ich habe jetzt... Was mache ich jetzt? Ah, Nahrung geht schon wieder runter. Okay, ich glaube, ich habe mal genug von hier. Ihr geht mal hierher. Und dann schauen wir mal, ob wir nicht hier noch ein paar Lebensmittel finden. Was will der? Ein Lagerhaus hat Arbeitskräfte, die zu viel Aufgaben zu erledigen haben. Wieso? Der hat ja nichts zu machen. Der hat ja nur herzugehen. Verstehe ich jetzt nicht. Voll Säcke. Ist ja unglaublich hier. Ja, so doof, den habe ich hier hergestellt. Ja, manchmal bin ich. So sind die jetzt unterwegs. Ja, da latschen sie. Warum die überfordert sind, nur weil sie hierher gehen müssen. Das ist ja wohl eine Frechheit hier. Oh, da haben die nichts zum Pennen, gell? Dann müssen wir hier auch ein bisschen ein Zelti machen, ne? Ah,
Na toll, jetzt müssen die hier alles hierher schleifen. Ja, ist auch nicht gut. Ah, die kommen jetzt hierher, weil das Lager näher ist. Sehe ich das richtig? Ja. Das heißt, ich brauche zwei Betten. Ah. Und es ist schon wieder in der Früh. Ja, Gebäude ist nicht in Betrieb. Ich weiß. So, wie sieht's denn hier aus? Ich habe hier sechs, aber die sind, glaube ich, die sind jetzt alle, glaube ich, untätig, ja? Dann werde ich noch vier hier hin und vier da. Dann brauche ich hier noch ein Bett. Das ist ja Arbeit hier. Ach nee, wie viel gehen in ein Bett rein? In ein Zelt? Drei. Drei, ja, okay, sechs, das passt. Was hast du hier? Nein, sowas habe ich hier nicht. Eine sexfreie Zone hier. Ja, passt schon, mach weiter. Sehr hohe Arbeitsbelastung. Die Arbeitskräfte können auch keinen Schritt halten. Lange Strecken zwischen Arbeit und Hause. Ja klar, weil noch keine Wohnhäuser hier sind. So. Und ihr? Was? Jetzt habe ich nur noch zwei Träger. Das heißt, ich muss jetzt ganz sanft die holen hier und das war's mal. Ja, ich weiß. Ich werde hier mal still machen, dass sich das vielleicht hier ein bisschen erholt. Ich brauche mehr Leute. Alter, nee, das will ich stoppen, hallo? Ach, Holzfällerhütte! Ja, okay, die brauche ich aber nicht. Die Pause. Ich denke mir die ganze Zeit, was ist denn das? Alter, ich habe eh so viel Holz. So, wie sieht's denn hier aus? Na, wenigstens einer schöpft hier. Was habe ich hier? Trümmerhaufen, aber eben nicht in meinem Einzugsgebiet, oder? Oder habe ich es jetzt... Ah, jetzt könnte es ja drin sein. Aber warum ist das so markiert? Großer Müllhaufen. Okay. Ja, aber ich brauche erst Nahrung. Mal schauen, ob es hier irgendwo Nahrung gibt. Oh ja, hier gibt es Nahrung. Das ist gut. Dann werden die hier mal dann ein bisschen Nahrung klauen. Eh so viel Fische. Und die sehen alle gesund aus. Ich finde nicht, dass die kontaminiert sind. Ich glaube, das ist eine fette Lüge. Sollte vielleicht noch einen zweiten Fischerkai bauen. Ja, obwohl, dann ist das hier auch ziemlich schnell leer gefischt, oder? Was holt ihr? 18 pro Tag. Jetzt müsste ich wissen, wie viel hier nachkommen. Also jetzt habe ich 29, 28, 28. Mal beobachten. Jetzt ist 5 Uhr. Morgen um 5 Uhr nochmal beobachten. Kommt, macht die Zelte, dann können wir morgen schon ein bisschen Nahrung klauen. Oh ja, jetzt geht's aber. Oh, 31. Jetzt geht's aber ratzifatzi. Ja, wir haben hier wohl schon ein bisschen hoffentlich geklaut. Was? Alter, das war ja keine Nahrung, das sind ja diese Mülltonnen.
Jetzt habe ich das tatsächlich mit. Wie konnte ich das mit Nahrung verwechseln? Da ist eine seltene Blume. Da gibt's nirgends so Nahrung. Oh mein Gott. Auf jeden Fall gibt's ja jede Menge. Ah ja, dann gibt's halt jede Menge Müll. Ist auch hier. Oh, der Mond. Ist das der Mond? Und schon ist die Nahrung wieder weg. Die essen eine Nahrung pro Tag. Ich hatte 31. Ich habe 19 Leute. Wie kann die Nahrung wieder auf Null sein? Oh, wir haben schon wieder 5.15 Uhr. Unser kollektives Wissen und unsere Erfahrung sind der Weg aus dieser Krise. Wir waren schon in schlimmen Situationen damals geschafft zu überleben. Ja, bla bla bla. Okay, es wird auf jeden Fall mehr. Das heißt, eine zweite Fischerhütte dürfte sich ausgehen. Dann wäre die auch vielleicht mal durch in Produktion. Hier wird da unten. Ach, da wird es noch Fisch geben. Vielleicht baue ich das daher. Oh, das Gebiet ist riesig. Ja, dann nimmt alles ein. Ja, das wird gut. Ich glaube, das wird gut. Ich habe viel zu wenig Leute, Alter. Soll ich nur mit 19 Leute auskommen? Und nur weil Warwick den einen über die Klippe geschmissen hat, ne? Dann hätte ich noch 20. Oh mein Gott, der Weg wird natürlich jetzt elendig weit, wenn der die Fische hierher tragen muss. Ach du meine Güte. Ja. Das ist jetzt doof. Und der zweite Feldhütte, die kann ich mir nicht leisten. Also wie kann ich das abbrechen? Hier. So. Ach, da kann ich noch einen reintun, oh mein Gott. Okay. Da kann ich, ach Gott, zwei waren in der Fischer und im Kai kann ich drei reintun. Nein, nein, warum, nein, nein, warum bringt er denn das? Nein. Nein. Haben Bärchen beobachtet. Jetzt bringt der den Fisch daher. Oh, ich glaube, der zählt aber pro Lager. Also ich glaube, der wird nicht vom Lager. Ich hoffe mal. Also das wäre jetzt richtig kacke. Und jetzt den Fisch. Alter, da waren gerade 18 Fische drin. 18 Fische, da ist wieder kein Fisch drin. Alter, ich werde hier verarscht. Habe ich noch hier? Kann ich hier noch einen? Habe ich noch einen? Ui. Habe ich da jetzt einen? Ja, einer ist drin, deswegen sind es drei. Okay. Wie viel mache ich jetzt? 27,1. Ja, okay. Das ist schon ein bisschen mehr. Was man halt so ein bisschen macht, ne? Boah, für mich ist das Spiel jetzt schon ziemlich unübersichtlich. Ich habe gerade erst angefangen. So, wie weit sind denn die? Ja, okay, ich brauche jetzt unbedingt hier Wissen, ne? Brauche ich jetzt das? Was war das? Relikte? Ne, Relikte nicht. Braucht das andere. Wie habe ich das umgestellt? Ah, Akademie, jawohl. Dann tun wir mal zwei in die Akademie.
Ach, ich habe keine Bücher. Ja, genau, das war's ja. Ohne Bücher hilft mir das, glaube ich, auch nichts. Ach so, nee, die. Hä? Wofür war jetzt was? Ressourcen auf Lager. Relikte aus der alten Welt. Wertvolle Artefakte der Welt aus der Zeit vor dem Vorfall. Elektronik, Maschinen, Baupläne. Ja, stimmt, um sie. Ah, okay. Ich brauche Relikte, um Forschung zu generieren. Ja, die schlafen auch schon. Es ist. Die haben nichts zu tun. Mist. Wo kriege ich denn das jetzt her? Wo habe ich denn das gefunden? Ja, dann reisen wir. Vielleicht finden wir irgendwo was. Sonst kann ich keine. Ah, ja, hier! Durchsuchen. Gut, dass ich schon weiß. Ich krieg ein Relikt und ein Buch. Hier auch durchsuchen. Hier bekomme ich auch ein Buch und ein Relikt. Da habe ich das also hier. Mach ich mal 5-5, oder? Okay. Ja, du gehst wieder auf Pause dabei. So, hast du dich schon ein bisschen erholt hier? 20-25, naja. Naja. Dann lassen wir dich heute noch hier abernten. Ja, da habe ich schon einen. Oh, da gibt es auch zwei. Das sind auch zwei. Den glaube ich schon. Ja, die haben eh genug zum Tun. Ja, immer Hunger, 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 Hunger. Immer nur Hunger. Könnt auch noch was vertragen. Ein gutes Pfefferstick wäre jetzt fein. Wenn ich die Ruine abreiße, vielleicht bekomme ich dann. Okay, ich habe vergessen zu achten, was bekomme ich hier überhaupt? Ach, nur Holz. Okay. Aber vielleicht wächst dann hier mehr Büsche. Was wäre es mir schon wert? Da kommt auch noch Holz. Also mir kommt eh vor, dass ich mit den Einsamen weitaus mehr Müll produziere, als wenn ich die hier abbauen lasse. Cool, das hat sich wieder aufgefüllt, das Lager. Da schwimmt ja jede Menge Müll im Wasser rum, ne? Ich finde es auch irgendwie übersichtlich. Arbeiten die? Ne, die schlafen jetzt. Warum schlafen die jetzt alle? Es ist 9.30 Uhr. Warum schlafen die jetzt? Niemand verspürt noch Hunger. Na, wenigstens etwas. Oh, Wasser ist auch so viel. Habe ich jetzt schon? Ja, ich habe Buch. Das heißt, Wasser werden wir jetzt reduzieren und in die Forschung stecken. Los geht's. Oh, ich habe schon so viel Holz, ich kann gar nicht mehr. Dann kann ich das eigentlich, das, ja gut, dann, das wird dann quasi Abbau abbrechen. Abbau abbrechen. Weil sonst verliere ich die Ressourcen. Ich glaube, das wäre nicht so gut. Oh, und da ist auch schon, da machen wir dicht. Machen wir da, ja, da ist schon fast wieder aufgefüllt. Da machen wir da wieder auf. Dann kann sich der wieder, ja, okay. Könnt ihr nicht ein bisschen schneller arbeiten? Oh, der hat auch wieder Holz geholt. Komisch. Ah, man kann drüber produzieren. Okay, ist nicht ganz exakt. Gott sei Dank. Vielleicht gar nicht so schlecht.
Du hast du mal genug Fisch, damit du hier Essen produzierst. Die fressen ja wie die Kanalratten. So haben die Arbeit. Ich bin mir da nie oft so sicher. Okay, die Wege sind eingezeichnet, also der geht irgendwo hin was holen. Und der geht darüber was holen. Das sind vier Leute, wo sind denn die anderen? Hab ich da echt was eingeteilt? So, das sieht auch nicht gerade besser aus. Es arbeitet doch ein bisschen flotter, kommt. Ah, da gibt's Nahrung. Sieht's denn bei den Studierenden aus? Wie viele Pünktchen habe ich denn? 11. Kommt jetzt noch was? Wie viel kommt jetzt dazu? 10. Das heißt, ihr habt dann 21. Ah, aber vorher machen wir Pause oder was? Schlafen die schon wieder? Der Tagesrhythmus irritiert mich hier ein bisschen. Und am Abend, da geht ordentlich. Aber es geht vielleicht dieses Mal die Nahrung nicht auf Null. Das wäre fein. Das würde mich sehr freuen. Die nicht alles wegfuttern. Oh ja, ich. Und schon auf 1. Ja, und gleich fressen wir wieder den Fisch, damit die hier nichts machen können, ne? Ah ja, ist aber rechtzeitig gerade reingetroffen. Na Gott sei Dank. Jetzt noch die Nacht überleben, da gibt es wieder jede Menge Nahrung. So, was haben die hier noch zum tun? Aber habe ich? Ich habe doch hier nichts mehr. Ach doch, 2 habe ich noch. Aber wie sehe ich denn die? Ich habe noch 2 in Auftrag. Okay. Einer hier und einer wahrscheinlich hier, oder wie? Nee, hier, okay. Ich kenne mich nichts aus. 2 von 7. Aber ich sehe nicht genau, wie, wo, warum. Ja, Nahrung ist. Okay, bevor die gar nichts tun, gehen die hier ein bisschen Müll sammeln. Aber dann wäre doch auch umsonst, wenn die hier gar nichts tun. Ah, ich habe 21. Aber ich kriege noch einen raus. Ach ja, die haben ja hier noch einen gefunden, genau. Aber. Ach, das dürfte deswegen. Ein Holz hier stecken bleiben, weil ich das Holz einfach nicht mehr unterbekomme. Dann machen wir hier auch Stopp. Genau. So. Genau, ich brauche dafür, geht sich das schon aus, Trümmer 25 brauche ich, glaube ich. Ja, und 21 habe ich. Okay, das geht sich noch nicht aus. Aber gleich. Ja, die Nahrung jetzt scheint hoffentlich zu funktionieren, ne? So. Auch keine Alarme mehr, keine Meldungen mehr. Es ist alles, Probleme gibt es derzeit keine. Das freut uns. Aufgabenliste. Zeigt alle Aufgaben rund um die Lieferung Ressourcen an. Okay. Jetzt. Und wo zeigt er das an? Ach so, 3 Stück. 1, 2, 3. Ah, ja. Wasser. Ach Gott, die sind ja auch Träger. Genau. Stimmt. Ich glaube, die bringen ja nichts zurück. Die arbeiten ja nur. Tragen müssen es dann die. Gell? Ich glaube, das war so. Lagerarbeiter kümmern sich um die Suche und Erkundung, den Bau von Gebäuden und den Transport von Ressourcen. Ja, genau.
Genau, die müssen ja auch das Zeug holen, was die hier produzieren. Deswegen haben die hier ständig was zum Tun. Aber so ein Bierhaufen ist ja pausiert, ne? Die müssen hier mal nur Wasser holen. Wir haben hier gar nichts zum Tun. Ah, okay, die holen vom Fischer Kai die Nahrung, okay. Dafür brauchen wir aber keine 5 Leute, deswegen... Oh, wir haben eine neue Entwicklung. Jawohl, die Trümmer. Sehr schön. Ja, jetzt habe ich nur 6 Punkte. Jetzt kann ich überleben, erkunden, Wohlergehen. Ein Verschlag. Nee, die brauchen... Nee. Brauchen doch jetzt noch keinen Verschlag. Die haben gerade Zelte, dort Zelte bekommen. Achso, da muss ich wieder da unten. So. Erkundung? Bügelsäge, Pfad, Funkturm, genau das war's, ja. Na, der ist aber günstig. Den brauche ich nur einen. Ja, toll. So, Wachstum. Sortierhaus, ne? Ein größeres Sortierhaus, das wäre sicher nicht schlecht. Man braucht wieder 10. Überleben, da war ich gerade. Ja, die sind doch für die Untertanen super. Ich lebe ja in der schönen modernisierten Holzhütte. Ne? So, kann ich denn jetzt ein Funkturm? Ja, aber nicht erkundet. Ja, aber ich bin ja schon in dem Bereich. Muss ich da jetzt irgendwie was... Okay, ich schicke einfach mal hier jemanden hin. Mal schauen. So, da ist klar, da gibt es nichts mehr. Deswegen Akademie. Dann macht ihr in der Akademie weiter. Na, Nahrung geht schon wieder eher ein bisschen... Wie sieht es hier aus? Ja, gut, da ist noch ein bisschen was drin. Es gibt keinen Fisch. Ja, hat er ihm jetzt... Ja, jetzt ist er entdeckt, jawohl. Ja, wir werden ihn mal durchsuchen. Vielleicht finden wir ja was. Und vielleicht kann man diese Blumen hier essen. Ich werde mal hier her schicken. Die soll mal hier... Vielleicht sind die ja essbar, die Blümchen. Braucht kein Holz. Und das ist wieder Nacht. Ja, mit der Nahrung will nicht so richtig klappen, ne? Die essen hier schon wieder die verdorbenen Fische. Da gibt es sicher gleich wieder einen Aufstand. Aber mit dem Funkturm sollte ich neue Leute bekommen. Und da ich gerade ein paar leere Zelte habe, würde das ganz gut zusammenpassen. Warum ist die Nahrung rot? Die Nahrung verstehe ich jetzt nicht. Achso, weiß kein... Hä? 27 Blumen. 36 Blumen. Ja, die wachsen. Oh, was haben wir denn hier? Auftrag. Da finden wir einen Schlüssel. Suche nach Leuten.
Das könnte auch schief gehen. Aber ja, Leute sind immer gut. Die bringen auch, da gibt's auch Nahrung. Ich habe so oder so zu wenig. Menschen, die keinen Clan angehören, wenn du sie aufnimmst, musst du entscheiden, welchen der Clans in der Siedlung sie sich anschließen sollen. Ja, mir? Ja, derzeit habe ich ja nur einen Clan. Oh mein Gott, das wird mit der Nahrung richtig, richtig zart, wenn ich die jetzt aufnehme. So. Ach, Kräuter sind das für medizinische Eigenschaften. Okay. Verstehe, verstehe. Das wird richtig kacke mit der Nahrung hier. Ah, durchsuchen mit Dietrich. Na, wie passend, dass ich hier jetzt einen Dietrich finde. Ah, mir fehlen noch Trümmer. Zwar nicht mehr viele, aber trotzdem noch ein paar. Jetzt ist die Musik wieder total leise. So, Personen gefunden, neue Menschen gefunden, Ressourcen im Besitz. In dieser Ruine verstecken sich Menschen. Sie würden sich uns gerne anschließen, aber wollen keinen Unmut verbreiten. Wir brauchen ja genug Trinkwasser, damit niemand seine Rationen teilen muss. Ja, Wasser habe ich genug. Nahrung habe ich eher nicht so viel. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Wie viel waren das? Oh, ja, 10. Das heißt, ich kann das Lager voll machen. Ja, okay, voll machen ist jetzt übertrieben. So. Trümmer habe ich jetzt auch schon. Trümmer, ja. Müll habe ich jetzt auch schon jede Menge. Ich brauche unbedingt noch eine Fischer. Wie sieht's denn hier aus? Wow. Oh mein Gott, die Fischerei geht aber auch ganz schön zugrunde. Alter Schwede, ich muss hier schnellere Gebiete erkunden. Okay, komme ich da irgendwie... Nee, aber da... Komm, da komme ich her. Ja, da ist schon der Rand. So, mal unbedingt hier die Gebiete erkunden, damit der Nebel weggeht, damit ich vielleicht noch sehe, ob hier irgendwo noch einen Fisch gibt. Das ist ja hier. Jetzt habe ich einen Dietrich, durchsuchen mit Dietrich. Ah, Kavum! So, wir können den Funkturm reparieren. Small Storage. Die Menschen leben zu weit vom Arbeitsplatz entfernt. Das sollte es erwägen, hier Straßen zu bauen oder Wohngebäude in der Nähe zu errichten. Ja, ups, hier macht schon Kabum. Na klar, hier habe ich jetzt viel zu wenig... Das passt, ja, nur noch wenig Ressourcen. Oh mein Gott. Puh! Werde dich mal rausnehmen, vielleicht. Ja. Oh mein Gott, die Nahrung, die wird jetzt heftig. Da zu wenig, wie schaut's denn hier aus, wird auch nicht gerade mehr.
Oh mein Gott. Wie mache ich das jetzt? Ja, hier auf der doofen Insel gibt es überhaupt keine Nahrung. Werdet ihr von Kräutern nicht satt? Ja, ich auch. Mindestens ein paar. Warum wird denn hier kein Essen an Land gespült? Ja, ich weiß, kaum mehr Ressourcen, Alter. Ja, ich kann den hier gleich zumachen. Wir müssen hier die Fischerhütte schnell bauen. Aber da reicht ein Fischerbier, weil da gibt es eh nur einen. Ah, nee, ich mach die links und dann mache ich die zu. Genau, die kriegt ja hier alle drei rein. Genau, und dann mache ich die zu. Und schwupp. Dann erholt sich das hier vielleicht wieder. Und der kommt, genau, der erreicht alle drei. Ich habe Kavum, was habe ich denn hier? Gerüst. Elektrochips. Aber keine Niedrig mehr, okay. Niedrig ist weg. Alter, warum tun dir die Leute leid? Ich werde hier hungern. Oh, das braucht hohe Priorität. Ich bin doch der Arme hier. Der Nebel geht aber nicht weg. Aber wie soll ich die hier alle durchfüttern? Vor allem, da kommen ja sicher noch mehr Leute, wenn ich hier jetzt den Turm fertig mache. Wie soll ich die durchfüttern? Wie soll das gehen? Warum brauche ich Thermit zum Abbauen? Was ist denn überhaupt Thermit? Ich kann den abbauen, ich habe also Thermit. Was ist denn dann Thermit? Was bitte ist Thermit? Ach, Thermit! Sprengstoff! Okay, dann kalte ich noch. Das warten wir noch ab. Ja, ist schon in Arbeit, mehr Fisch. Kann ich die nicht einfach Sprengstoff sagen? Oh mein Gott, warum ist denn jetzt noch null? Ich habe eh abgebrochen. Ich hoffe, die tun das wieder zurück. Wehe, wenn nicht. So. Das Problem ist, ich sehe irgendwie nicht, 8, 9 sind 9 untätig, aber wo sind denn die? Wenn ich da drauf drücke. Ah, nee, tut sich nichts. Dann schauen wir mal, also 9 untätige, das ist ganz doof. Oh, da hat sich wieder rein da. Gleich mal 2 und das hat sich auch erholt. Oh, jetzt wird's aufwärts gehen. Jetzt geht es eher aufwärts mit der Nahrung, das sage ich euch. Die haben noch zu tun, sehr gut. Jetzt habe ich noch 7 Untätige. Okay. Gibt es da... Ja, da haben wir eines. Nee, Holz brauche ich keines. So, brauche ich noch immer 7 Untätige.
Ach, die holen jetzt jede Menge Batterien hier raus. Das ist gut. Ah, aber jetzt habe ich mehr Leute. Naja, gut, ein bisschen Wasser habe ich noch. Irgendwie steht da alles. Renoviertes Haus. Warum soll ich das abreißen? Alter, die schlafen lieber in den Zelten als in der Unterkunft. Selber schuld. Ja, warten wir mal ab, was der Funkturm bringt. Denn irgendwie ist klar, was der bringen wird. Mehr Leute. Aber vielleicht vergrößert er auch die Reichweite meines Gebiets. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Also ich kann nicht außerhalb meines Gebietes suchen, okay. Oder die sind einfach... Nee. Ah, kommt der. Ja, wir brauchen Boote, okay. Ah, der kann bis hierher gehen. Und hier? Wir brauchen hier überall Boote. Aber da war ich, glaube ich, ja schon. Mal ein bisschen erkunden. Und hier kann ich hier auch noch irgendwo hin. Naja, schauen wir mal. Ah, okay, der zündet so eine Rakete, wenn er da war, aber der Schatten verschwindet hier nicht. Okay, also der Nebel. Das ist schlecht. Oh, das gibt's. Ja, jetzt ist der hier angekommen. Aber da gibt's auch nichts. Der ist gerade hier angekommen. Okay, ich habe viel zu viel Untätige. Dann werden wir mal gleich zwei. Hier gibt's eh kaum mehr was. Und wenn wir die wieder ins Wasser, Wasser sammeln schicken. So. Da sind drei Leute drin. Sehr gut. Ich hoffe, das erholt sich jetzt wieder. Sonst sieht's nicht so rosig aus. Ah, TNT. Ach, dafür braucht er sogar TNT. Da reicht der Miet gar nicht. Es ist nicht einfach, meine Freunde. Es ist nicht einfach. Sammeln mit Schweißbrenner. Oh mein Gott. So, was sind überhaupt hier mit die? Die müssen ja auch schon längst fertig sein, ja? Ah, da fehlt nur ganz klein wenig noch. Okay. Ah, das dürfte jetzt fertig werden. Genau. Ich will nur sagen, dass Einfallsreichtum der Schlüssel aus dieser Krise ist. Ja, das haben wir ja schon. Ja. Hatten wir doch schon mal. So. Spezialisierung kann verbessert werden. Ja, ich würde die ja gern anklicken. Aber er lässt mich nicht. Gut, die geht ja auch irgendwo anders, ne? Ach, die geht auch da, genau. Was wäre da jetzt gescheit? Disziplin, eine Fähigkeit, um konzentriert und systematisch
zu arbeiten. Disziplin erlaubt den Menschen, effektiver zu arbeiten, beispielsweise beim Sammeln von Schrott, dem Schneiden von Holz oder der Fertigung von Trümmern in Ziegeleien oder der Gewinnung von Kohle in Kohlehügeln. Belesen. Durch Studium und Forschung erworbenes Wissen. Belesenheit ermöglicht es einer Bevölkerung, effizienter zu arbeiten, beispielsweise beim Sammeln von Wasser oder Kräuter, bei der Herstellung von Medikamenten, in der Apotheke und bei der Forschung in Akademien. Oder bei der Herstellung von Beton. Ja, ich glaube, Forschung ist nie schlecht. So, dann könnt ihr es wieder arbeitslos nennen und richtiger Arbeit nachgehen. Aber ja, ich wüsste gar nicht was. Ich hab alles. Ich habe genug Müll, ich habe genug Holz, sogar Trümmer. Das Einzige, was ich nicht habe, ist Nahrung. Aber Nahrung kriege ich nicht mehr. Also fange ich mit den ganzen Leuten hier irgendwie nichts an. Oh, da gibt es wieder ein Nahrungsfeld. Oh, da ist auch eine Nahrung. Da haben wir auch. Oh, da ist auch noch eine. Sehr schön. So, wie sieht's denn hier aus? Da sind nur noch 10. Ja, da ist auch nicht mehr viel. Oh mein Gott. Das heißt, ich werde hier mal einen raustun und hier auch einen raustun, damit sich das schon langsam wieder erholt. Die Kommunikation in diesem Gebiet der Erdsystem gibt mir die Hoffnung, dass wir vielleicht überleben, das Leben wieder normal gestalten können. Ja, der Funkturm ist in Betrieb. Entwickle die entsprechenden Technologien, damit ein alter Funkturm wieder betriebsfähig gemacht werden kann, nachdem du ihn gefunden hast. Benutze den Funkturm, um die anderen Spielgruppen ausfindig zu machen. Ja, machen wir mal. Hallo Funkturm. Diesen Funkturm kannst du Ressourcen und interessante Orte in dem Gebiet ausfindig machen, und Expeditionen zusammenzustellen. Er empfängt auch Informationen über neue Überlebende, die ich jetzt nicht haben will. Die kann ich niemals füttern. Expeditionen werden ausgesandt, um ferne Orte zu erkunden. Dabei können sie Ressourcen und Technologien der alten Welt sammeln und sogar Überlebende retten. Jedes Expeditionsmitglied und alle Überlebenden brauchen Essensstationen. Es ist also wichtig zu bedenken, dass mit mehr geretteten Überlebenden auch mehr Mäuler zu stopfen sind. Mit dem Funkturm kannst du Ressourcen, ja, übertragen, verwenden den Funkturm, um das Gebiet zu scannen. Ja, das machen, oh, kostet eine Batterie. Ja, ich habe 6 Batterien, einmal mache ich es mal. Erfolgreich funken, oh, da habe ich dann sogar Wissen bekommen, schau. Hurra, der Funkturm ist wieder in Betrieb. Ich wusste es. Wie sich herausstellt, wurde er von einer Firma gebaut, die Ivo Gasa gehört hat, dem Chef des Wiedergeburtenprogramms. Er war vor dem Vorfall ein hohes Tier und berühmt dafür, dass er unnachgiebig war und gerne trank. Aber lassen wir die Vergangenheit beiseite und konzentrieren wir uns auf die Zukunft. Der Funkturm wird uns sicher näher bringen. So, habe ich das jetzt einfach so bekommen oder muss ich da jetzt noch... Nee, da muss ich noch irgendwo hin. Vor einiger Zeit habe ich eine Gruppe... Vor einer Zeit habe ich eine Gruppe von Spielern in die Gegend geschickt, um zu überprüfen, ob das Kraftwerk der Wiedergeburt wirklich hier ist. Sie haben sich hier niedergelassen und Unterschlupf auf einem ehemaligen Fabriksgelände gefunden. Mit Hilfe des Funkturms konnten wir Kontakt zu ihnen aufnehmen. Sie wollen sich unserer Gemeinschaft anschließen. Ich habe kein Essen. Obwohl sie dich oder deine Leute nicht kennen. Ich habe versucht, ihnen zu erklären, dass sie wahrscheinlich nicht beeindruckt von uns sein werden, aber sie schienen sich trotzdem zu freuen, endlich wieder unter Leute zu kommen. Ja, toll. Super Auftrag hier. Ja, da gibt es ein bisschen Nahrung. 2 Batterien. Ist das an das Kartoffeln? Soja. So, kannst du Brot gemahlen? Okay, dann brauche ich wieder Forschung oder irgend sowas, ne? Ja, natürlich.
Ah, vielleicht hätte ich aber nur Nahrung anklicken sollen. Ja, nach allen natürlich, immer gut. Gut, die Fabrik ist jetzt nicht weit weg, aber ich habe ja so schon kaum Nahrung. Wohlergehen. Wachstum. Wachstum klingt gut. Sortierhaus. Ja, das baue ich nur schneller ab. Das brauche ich irgendwie noch nicht. Was wird denn das bringen? Ermöglicht ein schnelleres und effizienteres Sammeln von Sortieren von Müll aus großen Vorkammern. Da ermöglicht das Sammeln von Trümmern aus diesem Gebiet. Ja. Ah, okay, die Sortierhütte kann nur Müll. Ich brauchte das Sortierhaus für die Trümmer. Okay, aber kann ich nicht irgendwo noch Wasser hermachen? Fischerhafen, das wird aber auch nur Muschelfarm. Muschelstation, oh. Klein, aber Hand des Geruchs bereits aus der Ferne erkennbar. Muss in seichten. Ich habe jetzt Tagesproduktion, riskante Neuze. Ja, ich werde das mal entwickeln. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt funktioniert. Aber Nahrung ist immerhin noch das Wichtigste hier irgendwie. Und Wohlergehen. Sanitätszelt. Ja, vielleicht auch nicht so schlecht. So. Haltet mir die Daumen, dass wir hier die Muschelstation. Oh mein Gott, ich sehe. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Klein, aber Hand ist groß. Keine Ahnung. Im seichten Gebiet. Ja, ich mach's mal. Achso, speichert gerade wieder. Ja, da ist der Weg nicht so weit. Mal sehen, ob da was rauskommt. Natürlich ist jetzt wieder Nacht. So, ja, Sanitätshaus. Da habe ich eh jede Menge Platz, dann machen wir das mal. Hummergebiet. Das heißt, hier müsst ihr auch Hummer geben. Mögen hier der leckere Hummer? Also wenn das klappt, dann baue ich noch 3 Muscheln. Und einmal priorisieren. Ich werde aber trotzdem nochmal überleben, ob es hier irgendwo ein Feld gibt. Bis jetzt habe ich nirgendwo ein Feld gesehen. Aber ich glaube, Muscheln, die Pflanzen, die brauchen das ja nicht. Die pflanzen sich ja überall an. So. Wir haben unsere Klinik. Das muss doch die Zufriedenheit wieder erheben. Ja, sieht nicht so schlecht aus. So, komm, mach dich fertig. Ich will wissen, ob du arbeitest. Wow, da gehen 4 Leute rein. Tagesproduktion 10. Alter, das ist jetzt nicht viel. Aber ja, besser als wie. Vor allem da arbeiten 4 Leute drin. Boah,
So, dann machen wir gleich noch eine zweite. Das geht mir auch ein bisschen um Keks. Wenn ich da näher komme, dass ich das hier... wo machen wir denn die hin? Da habe ich ja auch noch genug Platz eigentlich, oder? Okay, da ist eher schlecht. Okay, da gibt es überhaupt kein seichtes Wasser. Ah, okay. Ja, nehmen wir an, das ist eher wahrscheinlich nicht so gut. Also dann doch hier hin. Ah, ich hatte so viel Holz. Warum habe ich jetzt kaum mehr Holz? Na gut, okay, 600 ist gar nicht wenig. Ihr könnt wieder ein bisschen Holz klauen gehen, meine Freunde. Und vielleicht gibt es auch wieder ein bisschen Nahrung. Unser kollektives Wissen und unsere Erfahrung sind der Weg, also bla bla bla, ja, ja. Wir brauchen Nahrung. Ich glaube, die Feldküche wird jetzt gar nicht mehr nachkommen mit dem ganzen Zeug. Wir sitzen... Okay, da habe ich noch genug drin, da wird es wieder ein bisschen weniger. Ja klar, arbeitet ja nur noch einer pro Links. Wie viel habe ich denn hier noch Träger? 4 Arbeitskräfte. Das passt eh, 4 habe ich noch arbeitslos. Das reicht dann genau für hier. Ja, Holz kommt doch gleich. Ah, geht schon wieder los mit dem Essen. Hunger. Ja, die soll noch mehr Leute holen. Ha, ha, ha. Ja, der wird jetzt ordentlich zum Arbeiten haben. Ich meinte eigentlich den. Aber er hat noch Reserven. Das hätte ich schon früher sehen müssen. Ah, ich habe keine Niedrig mehr. Ah, da kann ich ja genau, meine Güte, da war ja noch was. Da kriege ich ja dann, genau, kriege ich ja genug. Nee, da kommt keine mehr, nee. Katastrophe ist ja vor Jahren passiert. Und... da kommt nichts mehr. Nee. Sorry. Ah, da gibt's einen Niedrig. Sojabohnen. Ja, ich könnte ja hier nicht mal ein Feld anbauen, glaube ich. Ich habe gar keinen Platz. Weil ich wieder Nacht. Ja, wir haben noch einen Hungrigen. Nee. Ja, vielleicht ein kleines Wässerchen. Aber so wie ich das verstanden habe, ist ja die Katastrophe schon vorbei. Und jetzt, die waren ja alle im Untergrund. Und weil jetzt alles vorbei ist, kommen sie jetzt schon langsam wieder aus ihren Löchern. Früher habe ich so viel Holz gehabt, jetzt habe ich wieder zu wenig. Boah, 600 Holz ist schon ganz schön viel hier. Oh mein Gott, der Fischbestand... Alter, der Fischbestand ist aus. Hier habe ich noch 27, da gibt's gar nichts mehr. Oder doch?
Warum sehe ich die nicht mehr? Na klar, da sind 25, da sind 29. Warum sehe ich die nicht mehr, wenn ich hier drauf drücke? Ach, ich muss weiter rein. Ah, das hat sich gut erholt, jawohl. Okay. Das hat sich gut erholt. Ja, das ist ja fast das Gleiche. Das ist ein anderer Untergrund. Nee, aber wir waren nicht, wir sind nie, wir haben, glaube ich, nicht auf der Ölplattform überlebt. Kann ich die Geschichte noch irgendwo nachlesen? Moment. Ich glaube, wir haben nicht auf der Ölplattform überlebt. Wir sind ehemalige Beschäftigte einer Ölplattform und ihre Nachkommen. Die hochmoderne Plattform per Q3 hat den Vorfall zwar überlebt, war aber völlig... Ah, doch, ja, die waren doch oben, ja. Genau, als die Vorräte zur Neige gingen, beschloss die Besatzung auf eigene Faust, mit einem Rettungsfloß zur Küste zu segeln. Dort beschloss sie auch weiterhin zusammenzuhalten und bildeten einen gut organisierten Clan mit einem Schwerpunkt... Ja, genau, okay, ja, die waren doch... Ich wusste, dass wir eben runtergegangen sind, aber ich dachte, sie sind gleich runtergegangen und haben irgendwo Unterschlupf gesucht. Ah, heute bin ich scheint ein wenig müde. Jawohl, jetzt habe ich keine Arbeitslosen mehr. Das heißt jetzt hoffentlich wird sich jetzt das mit der Nahrung endlich legen. Immerhin mache ich jetzt noch 20 Fisch mehr, also es müsste doch jetzt schon langsam mal sich ausgehen. Und die Sammler, ich darf auch nicht zu viel sammeln. Ich vergesse immer, dass die ja die Fische auch holen müssen. Ja. Sieht schlecht aus mit Anbauen. Ja, aber hier ist ja grün. Komm, da ist ja alles super elegant grün. So, nur nicht wieder zu viel. So, und wie komme ich da jetzt rüber? Ich kann ja kein... Ich kann ja nicht... Genau, das... Wie? Die Menschen leben zu weit weg von Arbeitsplätzen? Hä, wo denn? Ach komm, jammer mir hier rum. Echt jetzt? Ja, aber ich muss ja irgendwie rüberkommen, wenn ich keine Boote habe. Und Forschungspunkte habe ich auch keine mehr. Oh, habe ich noch? Ja, okay, Relikt, ich habe noch ein Relikt. Das heißt, ich kann hier... Ja, die sind alle überfordert. Dann warten wir mal wieder. Wie sieht es denn hier aus? Ja... Ich glaube, da kann ich jetzt auch bald wieder einen zweiten reinschicken. Oh, Wasser. Oh je, Wasser geht aber auch. Das nicht, aber ich bräuchte noch einen Dietrich. Aber ich kann ja mal die ersten Sachen mitnehmen. Ich bin nicht sicher, ob ich nicht noch eine Batterie verschwenden soll für Nahrung. Ich werde das mal versuchen. Wo haben wir denn Nahrung? Ich würde gerne zwei Sachen nehmen, aber... Was?
Warum wird das jetzt zwei kosten? Früher hat es nur eins gekostet. Das hilft ja nichts, ich brauche Nahrung. Aha. Ach, und alles würde nur eine kosten. Okay, ich muss irgendwie hierher. Also ich brauche schon wieder ein Lager. Alter, wie soll denn das gehen? Ja, dafür brauche ich Nahrung, die habe ich gerade nicht. Okay, jetzt hätte ich sie gerade, aber jetzt habe ich sie schon wieder nicht. Ich brauche neue Nahrung. Neue unbedenkliche Nahrung. Oh, jetzt hätte ich 13. Was brauche ich noch? Drei Leute. Okay, ich habe keine drei Leute. Wo nehme ich den? Ja, toll, wo nehme ich die jetzt raus? 1, 2, 3. Da sind es 4, 4. Pro Seite. 9 Wasser. Ja, gut. Das mobile, ein mobiles Lager, das zum Erkunden von Sammeln Ressourcen in abgelegenen Gebieten aufgeschlagen wird. Pfadfinder brauchen einen Vorrat an grundlegenden Ressourcen, um ihre Arbeit nachzugehen. Jeder gebaute Pfadfinderlager und Lager, so wird er findet. Ja, was wollen die jetzt? Was? Wie plus? Das verstehe ich nicht. Ach, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hä? Die Expedition wird mindestens 3 Teilnehmer erfordern. Nicht genug Ressourcen, um die Expedition zu starten. Oh, das ist nicht wieder auf 0. Ah, es geht ja flott hier. Dann müssen wir wohl auf den Tag warten. Cool, dass ich mit dem Funkturm Nahrung finden kann. Ja, aber ich brauche wieder Nahrung. Ich habe keine Nahrung, zu wenig Ressourcen. Na, der hat jetzt mal ordentlich zu tun hier. Ich glaube, das nächste, was ich erforsche, ist die größere Feldküche, damit der mehr Fisch rausbekommt. Oh, hier ist auch wieder voll. Das heißt, ich werde hier auf jeden Fall noch 2 abziehen. Ah, okay. Ja, 2. Ja gut, hier kann ich eh keine Nahrung klauen. Die holen nur aus dem Fischen. Das wird sich doch ausgehen mit 2, hoffe ich mal. Die 2, ich wollte nicht hier reintun. Nee, was wollte ich jetzt? Ach genau, hier wollte ich den nächsten reintun. Und auch hier noch einen. Dann muss das doch endlich mit dieser doofen Nahrung klappen hier. Echt wahr. Verstehe nicht ganz, warum hier. Ah, okay.
Das kenne ich. Ja, oh mein Gott. Warum? Oh mein Gott. Warum hat mir das keiner gezeigt? Fischerkai. Geh weg, geh weg, geh weg. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Komm, du musst hierher, das muss. Ja, es geht sich aus. So, das heißt, ich brauche aber auch hier wieder, weil die jammern ja dann gleich wieder. So. Ja. Ja, jetzt wohl ich keine Nahrung. Da, ich kriege jetzt hier gleich Nahrung. Wie konnte ich das übersehen, Alter? Gut, ihr habt das auch nicht gesehen. So. Ha! Fischerkai, natürlich höchste Bedeutung. Ich glaube, dann kriege ich auch hier 4 Leute raus, weil dann kann ich einen von denen zumachen. Weil da bekomme ich ja das Dreifache raus. Also hier, ich kriege ja da 27 und da kriege ich nur 10 raus. Also da werde ich einen zumachen und... Wie konnten wir das nur übersehen? Alles Zensus Schuld. Zensu, der Böse. Kaffee ist auch aus. Ja, Zensu. Wieder mal nicht aufgepasst, der Böse hier. So, die Zettel sind fertig. Ha! So ist es. Mit seiner Nicht-Anwesenheit hat er uns nur abgelenkt. Ah, sehr schön. Komm, mach die. Mach hin, dann gibt's endlich Nahrung. Dann können wir... Ja. Gut, den können wir jetzt closen. Der muss ich erst wieder holen. Hauen wir mal alle hier rein, damit hier die Arbeiten schneller erledigt werden. Was so viel bedeutet wie, ich kann auch das Schiff hier abbauen. Obwohl, ich bin mir nicht sicher, ob ich das nicht wieder als Schiff dann irgendwann verwenden kann, aber das glaube ich nicht. Tja, du bist Moderator, ich schmeiß ihn raus. Ja, es duftet ungut, ganz ungut. Er hat eine grausige Wolke hinterlassen. Ja, endlich Nahrung. Ich glaube, ich brauche unbedingt eine größere Feldküche. Weil damit wird der nicht mehr zurechtkommen. Ja, der hat jetzt schon 24 von 24. Gut, da ist aber nur einer drin, da kann ich auch einen zweiten bauen. So, wenn sich hier die Fische stapeln anfangen. Dann kann ich ja einen zweiten bauen. Da ja nur einer drin arbeitet. Was würde denn das kosten? Das verstehe ich. Okay. Nee. So, nee, das ist ja falsch.
Überleben, lass wieder überleben. Feldküche. Ach, da brauche ich vorher die Bretter, das geht so oder so nicht. Ja, der würde schon, 31, ja, der würde dann vier rausbekommen und nicht nur einen mehr. Aber wo kriege ich überhaupt die Bretter? Okay, das wäre dann Erkundung, Wohlergehen. Nee, Überleben. Wasserreinigung, Küche. Oh, der wird... Aha, Tagesration. Ja, dann hat der aber nur schneller abgebaut. Wie habe ich denn das bekommen? Ach, da müsste ich wieder in Standhaftigkeit investieren, genau. So war das. Wo ist denn hier? Ach so, da sind die Bretter, genau. Wird wieder 25 kosten. Die armen Cola-Flaschen. Aber was ist die Stade? Sie waren, die Süßigkeiten böse, waren böse zur Stade. Was ist eine Stade? Das checke ich, das kenne ich nicht. Strafe, ach so! Die Süßigkeiten waren böse zur Strafe. Ja, das verstehe ich. Ja, die sind richtig böse, richtig böse. Du vollkommen recht. Wow, die Ressourcen gehen hier auch schon wieder ziemlich runter. Wow, okay. Wow. Da ist ja ordentlich jetzt. Warum ist denn das jetzt so schnell runtergegangen? Da war die ganze Zeit so viel drin. Ja, ja, die netten Streibfehler. Okay, dann zur Erholung werde ich hier mal die zwei rausnehmen und nur den arbeiten lassen. Der bringt immer noch 10. Das heißt, ich muss die hier noch am... Gut, die werden... Ah, ja, aber jetzt... Okay, ich brauche eine zweite Fischer-Dings. Überleben, Feldküche. Genau, wir brauchen eine zweite. Sonst, ja, die fressen mir wieder die ganzen Fische sonst weg. Toll, jetzt habe ich das hier. Wir kommen vor, in dem Moment, wo ich das eröffnet habe, sind hier auf einmal die ganzen Fische weg. Ha. Das ist ja schrecklich, Alter. Da freust du ihn in einem Moment und in der anderen kriegst du ihn reingewürgt. So, wir haben noch immer kein... Ich habe jetzt zwei Untätige. Ja, die haben wir mal hier rein. Denn wie viele Bücher habe ich? Keine mehr, aber... Ah doch, eins ist noch drin. Dann geht ihr mal hier rein arbeiten. So, und dann, wenn ihr fertig gearbeitet habt, dann kommt ihr auf Expedition. Sieht jetzt gut aus. Ach so, das, okay. So, dann gehen wir wieder auf dahin, ne? Dann bekommen wir wieder 10.
Bin ich schon fast beim Überlegen. Ja, 10. Wie viel habe ich? Ach, nur einen. Okay, das gibt nur 10. Okay, das sind auch nur noch 2. Hm. Ja, oh ja, ist ja Nahrung. Ich sag's, Leute, Nahrung. Jetzt geht's mal ordentlich rauf und gleich wieder runter. Alter, die haben jetzt über 20, 30. Die fressen mich arm hier. Da ist ja der Fischkeil auch gleich leer. Alter, komm. Das ist doch... Alter, da waren gerade 50 drin. 50! Das ist schon wieder Pizza. Alter, da waren gerade 54, die haben jetzt 50 weggefressen. Ich habe 29 Leute. Jeder braucht nur eine Nahrung am Tag. Alter, das Spiel lügt. Das Geile ist, sie brauchen auch ein Wasser pro Tag. Wasser produziere ich aber bei weitem nicht so viel. Und das geht nicht runter. Also da hapert es wohl ganz ordentlich. Ich mache 34 Wasser pro Tag, das dürfte hinkommen. 34 und ich habe 29 Leute. Das ist immer recht. Das steigt ein bisschen, das ist okay. Aber die Nahrung, da ist irgendwas nicht ganz okay. Keine Materialien mehr, auch schon wieder Bäume, fehlen schon wieder Bäume. Ich glaube, ich brauche jetzt bald doch wieder das Sägewerk. Ich verstehe nicht, warum das außer Reichweite ist, weil das die Reichweite geht bis hier. Ja, ich meine, die Buden sehen ja auch schwer bewacht aus, also ich verstehe, ich finde die auch ein bisschen komisch. Ich bin auch davon überzeugt, dass ich hier mal einfach nur mal anhusten müsste und die Baracke fällt hier auseinander, ne? Also, ja. Oh, da haben wir Nahrung. Wieder ein paar Kräuter. Da ist auch Nahrung. So, wie shit sie sitzen. Ja, hat sich das hier wiederholt? Nee, nicht wirklich. Ist schon wieder ganz schön runtergegangen. Jetzt aber ranklotzen. Ah, der hat noch 24 drin, das heißt, da kriegen wir noch ein bisschen was raus.
Dann stopfst du dich auch immer so voll. Dann hättest du ja nicht alles essen müssen. Hat dich niemand gezwungen. Obwohl, die Packung hat dich wahrscheinlich schief angeschaut. Das Wasser geht jetzt ordentlich rauf, okay. Naja, gut, die verbrauchen es ja immer erst am Abend, genau. Am Tag wird geklaut. Naja, okay. Stimmt auch nicht. Es geht auch zwischenzeitlich runter. Ja, ganz durchblicken tue ich da nicht mit den Berechnungen hier. Alter, jetzt fressen die hier wieder den Fisch weg. Das ist nicht normal hier. Also mit der Nahrung, das checke ich nicht ganz. Das ist... Wie sieht's nie aus? Hat sich das wieder... Nee, hat sich nicht wirklich erholt. Also ich glaube hier 10, 20... 20, dann hier noch dann 30... knapp nicht ganz 60. Pro Tag 60 Tonnen Fisch. Das gibt 65 circa an Nahrung. Und trotzdem habe ich keine Nahrung. Also es, da funktioniert mit der Berechnung irgendwas nicht ganz. Nicht jeder isst, bis er platzt. Wir leben hier in einem... Hier wird Nahrung rationalisiert. Hallo? Das ist ja ein Untergangsszenario. Man muss ja hier... Hier doch ein bisschen sparsam umgehen mit dem ganzen Zeug. Dann kann man nicht einfach so alles... Es muss rationalisiert werden. Ich glaube, der Zensor hat hier ein paar Mal reingeschaut und alles geklaut. Ah, ich habe wieder ein Buch, wo ich keine Ahnung, wo ich jetzt das Buch wieder hier habe, aber... Ach, die arbeiten hier auch noch dran. Okay. Ganz check ich es auch nicht. Ich hatte... Okay, die müssen auch noch einen Stern gefunden haben. Ich hatte einen Stern, deswegen habe ich es eingeschalten. Jetzt habe ich wieder 21 statt 1, okay. So, und jetzt wechseln wir wieder aufs. Auf die Akademie, da haben wir nämlich auch noch ein Buch. Ja, trag grad rein, sehr brav. Okay, statt lernen, hauen die jetzt irgendwie... Ist schon komisch, ne? Und ich habe gerade ein Buch reingetragen. Warum hat der jetzt keine Materialien? Check ich nicht. Der hat doch gerade jetzt ein Buch reingetragen. Er hat es ja auch noch gesehen. Gut, dann schließen wir das jetzt. So, wird es jetzt endlich was mit der Nahrung hier? Was passt denn dir nicht? Du hast zu wenig Fisch. Alter, wieder alles weg. Ja, okay. Ja, ja. Jetzt wäre ja deine, aber wenn sie jetzt satt sind und sagen, okay, sie fressen sich jetzt, warum fressen sie dann den Fisch, der kontaminiert ist? Sie sind doch satt, sie hätten ja eigentlich genug, ne? Sie brauchen nichts mehr und essen einen kontaminierten Fisch. Also die Logik wird nicht funktionieren. Wie soll ich hier eine Expedition starten, Alter, wenn ich denen auch das Essen wegnehme? Ich weiß nicht warum. Oh, jetzt erholt sich schon langsam. Mit wohlgemerkt auf langsam. Ich
Nee, da stimmt sicher was nicht. Nee. Smile Storage, die Menschen nehmen zu weit weg. Wo denn jetzt schon wieder? Ich habe doch überall Häuser gebaut. Hä? Ja, wo? Wie kann der da weg? Das ist das Lager und hier sind die... Was wollen die jetzt von mir? Also da gehen 3 rein. 3, 6, 9, 12, 15. So viel habe ich hier gar nicht. Also das verstehe ich jetzt. Verstehe ich auch wieder nicht. So, ich glaube, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt für eine Expedition. Wo nehme ich jetzt die Leute raus? Wo habe ich überhaupt noch Leute drin? Da ist keiner drin, da habe ich 2. Ich nehme da einen raus. Dann nehme ich da einen raus. Und dann, ja. Dann nehme ich auch einen raus, was soll's. So, dann habe ich die 3 Leute. So, was hast du jetzt gemeint? Ach so. Okay. Und wie starte ich die jetzt? Niedrige Ressourcen. Ach gut. Ach, die brauchen die. Hä? Ach, die Nahrung ist schon wieder weg. Das ist... Ja, okay. Ja, du kannst ihnen noch Baumaterial mitgeben. Das ist so wie beim Dings. So wie bei Arno, dann können sie vielleicht irgendeine, wenn sie eine Mission haben, vielleicht noch was bauen oder so. Das heißt, wo ist deine lange Arbeitsstrecke? Warum gehst du auch hier arbeiten? Das verstehe ich ja auch nicht. Die Häuser sind ja hier. Das war der Stuhl. Ja, es hilft nichts. Was raus muss, muss raus. Zahlt ja keine Miete hier. Bin nur froh, dass meine nicht stinken. Quasi, ich pupse Rosenduft, ne? Es wird wieder weniger. Dann wird er hier auch bald leer sein, Alter. Was mache ich dann? Ein Fisch hätte ich jetzt wirklich genug. Jetzt geht gar nichts. Warum geht jetzt... Ach, ich habe keine Leute. Ja, derzeit noch nicht, ne? Ja, da... Baupläne für das Kraftwerk, Schlüssel. Das hat nur mit dem Kraftwerk irgendwie was zu tun. Ja, Bretter. Ich werde mal schauen.
Haus, Krankenhaus, Apotheke, okay. Ja. Wachstum. Wachstum wäre Essen, ne? Sägemühle, Forschungseinrichtung, Holzfäller, Sortieranlage. Sieht nicht nach mehr Essen aus. Überleben, ja, das wird es eher sein. Wasserreinigung, Insektenhaus. Wow, okay, Sojabohnen kann zu Brot gemahlen werden oder für die Insektenzucht. Ja, da brauche ich dann Sojabohnen. Wo kriege ich denn die her? Also irgendwie Muschelzuchtanlage, Wirbel, also ja. Ja, kleine Farm. Oder brauche ich dann auch Sojabohnen? Aus Wasser kommt Soja, Alter. Aus Wasser kommt Sojabohnen. Dafür brauche ich jede Menge Wasser, dann, damit ich dann Insekten farm. Alter Schwede. Okay, das wird richtig kompliziert hier. Einfach wird das nicht. Aber wenn ich die Muschelstation, ja, das wird schon mal viel mehr bringen, wenn ich die Muschelstation hier erweitern würde. Das wird auf einen Schlag für zwei Muschelstationen 10 Nahrungsproduktion geben. Fischereihafen. Da ist halt die Frage, Tagesproduktion, ja, holt ja nur mehr Fisch raus, dann hätte ich ja keinen mehr, dann wird das nur schneller leer. Deswegen will ich das eigentlich nicht bauen, weil dann wird er einfach nur schneller leer. Deswegen macht die Muschelfarm am meisten Sinn. Aber dafür brauche ich ja Schrott, ne? Da muss ich vorher noch die Bretter. Und das kostet auch schon wieder 25 Entwicklung. Dafür habe ich die... Ja, Alter, das ist ja alles irre hier, alles. Ich glaube, ich kann ohne Bretter so oder so nichts mehr machen, ne? Ohne Bretter geht hier, glaube ich, gar nichts mehr, ne? Also ich muss auf jeden Fall die Bretter jetzt erforschen. Och, Boote, Moment. Was ist denn das jetzt? Wie komme ich da? Boote zum Durchsuchen. Ja, die Sägemühle. Wo ist denn die Sägemühle? Wo ist die Sägemühle? Wo, wahrscheinlich beim Wachstum. Ja, oh mein Gott. Okay, Boote ist noch weit weg. Ja, ich brauche auf jeden Fall, die Bretter. So, also Fisch ist jetzt jede Menge hier. Ach, die Feldküche, die Feldküche wollte ich erweitern, genau. Aber dafür brauche ich wahrscheinlich auch Bretter. Das wäre dann Überleben. Feldküche, ja, eine Küche, brauche ich auch Bretter. Okay, um die Bretter komme ich nicht rum, aber ich habe, da bräuchte ich jetzt einen Dietrich. Ach Gott. So. Das verstehe ich nicht. Ich weiß nicht. Hier sind genug Betten. Das ist. Da sind drei drin, da sind drei drin. Da sind da, der hätte hier noch Platz. Hier wäre noch zwei Platz und hier wäre überhaupt noch drei Platz. Ich weiß nicht, warum der immer. Was macht der da? Hier wäre auch Platz. Also es kann nirgendwo. Das kapiere ich nicht. Also das Spiel hat schon noch jede Menge Mankos. So habe ich den einfach mal rausgetan. Was soll's? So, und jetzt mache ich die Expedition. Ja, aber warum schlaft der in den Häusern da drüben, wenn hier genug Häuser wären? Das ist doch die Frage. Lagerhaus der Pfadfinder muss zuerst entwickelt werden. Okay.
Dann reiße ich das Zelt hier einfach mal ab. Steckt sich hier hinterm Baum. Wo sind die anderen zwei? Bist du alleine? Oder warten die? Ach, der ist zu spät. Der ist hundertprozentig zu spät. Die anderen sind schon längst abfahrtbereit. Alter, ich habe jetzt 81 Fisch. Ich glaube, ich muss noch eine Feldküche machen. Brauche unbedingt noch eine Feldküche. Fressen die mir wieder den Fisch? Wie sieht das aus mit den Materialien? Ja, mir fehlt natürlich wieder Holz. Ja, die Feldkühe braucht nur einen. Das ist nicht so tragisch, die braucht wirklich nur einen. Aber es ist eh, die fressen mir sonst wieder den... Das finde ich jetzt komisch. Die können hier ein Floß bauen, um... Aber hier können sie kein Floß bauen, um die Sachen zu... Schon irgendwie komisch. Pilzgruppe. Ressourcen wegwerfen, ja, das wäre gut, ja. Was zum Sterben zurückgelassen? Ah, willkommen. Nun, ich bin als Letzter übrig. Also ist das wohl mein Haus. Früher haben hier mehr Leute gewohnt. Ich habe sie als Familie angesehen. Aber irgendwann haben sie gesagt, dass sie nicht auf ewig hier bleiben können. Und dass ein krankes, altes Weib, das schon auf dem Sterbebett liegt, nicht mitschleppen können. Sie dachten, ich hätte nur noch ein paar Tage zu leben. Ich glaube, sie hatten schreckliche Angst davor, mich leiden zu sehen. Und es war ihnen nicht wichtig genug, mir ein einstündiges Begräbnis zu geben. Aus den Augen, aus dem Sinn. Tja, sie haben sich aber geirrt. Seither sind Wochen vergangen und ich bin noch immer hier. Aber es geht mir nicht besser und ich fürchte, dass die Krankheit jeden Tag schlimmer werden könnte. Ihr seht nicht gerade wie Normalen aus. Oh mein Gott, Schreibfehler. Habt ihr etwa eine Siedlung in der Nähe? Ich bitte euch, helft mir. Würdet ihr versuchen, diese arme alte Frau zu heilen? Natürlich bin ich ein netter Mensch. Oh Gott, segne euch. Nehmt euch alles, euch gern alles Nützliche, das ihr in diesem Haus findet. Betrachtet es als, einfach als euer Eigentum. Es ist ein kleiner Preis für ein verlängertes Leben. Oh, 29 Menschen haben einen neuen Status. Alter, alle meine Einwohner hätten die Frau sterben gelassen. Was sind denn das für eine Arschlöcher hier? Oh, ich hätte mehr Tage hier bleiben sollen. Geht sich das hier aus? Also, ich habe wohl... Also, unglaublich... Wird hier nicht fertig werden, glaube ich. Aber Sojabohnen, okay, das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Hä? Rationen niedrig. Die hätten sie wahrscheinlich ausgeraubt und hätten alles mitgenommen.
Du, ich habe wieder 30 Leute. Haha. Der eine gestorben ist, hat jetzt... Oh, was? Artikel zur Hitzewelle in Afrika. Ein Ausschnitt aus... Ja, du die... Ein schockierendes Ereignis der beispiellosen Serie von Hitzewelle in Zentralafrika. In den vergangenen Jahren wurde die Öffentlichkeit mit Berichten über die dramatischen Auswirkungen des Klimawandels auf der ganzen Welt überschwemmt. Vor allem in den Tropen sind viele sogenannte rote Zonen mit einer wachsenden Zahl von klimabedingten Gesundheitsproblemen entstanden, in denen fast jeden Monat eine Reihe von Todesfällen infolge von Hitzeschlägen zu verzeichnen ist. Eines dieser Gebiete ist Botswana, wobei die Gesamtheit der insgesamt 11 roten Zonen sich über fast 30% der Landesfläche erstreckt. Der letzte Monat hat der ohnehin schon kritischen Lage noch ein tragisches Sahnehäubchen aufgesetzt. Wie unsere Quellen vor Ort berichteten, hat die jüngste Hitzewelle vom 24. Mai bis zum 1. Juni nicht nur 425 Todesopfer und weitere 1569 Krankenhausaufenthalte gefordert, sondern auch die gesamte Siedlung Kisha, die von den beispiellosen Temperaturen von bis zu 57 Grad Celsius vollständig ausgelöscht wurde. Wie die Regierung erklärte. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, da geht's zu. So, du musst schneller fertig werden. Denn die fressen hier schon wieder den Fisch. Ah, ich hab schon wieder kein Holz. So, komm, mach da, ja. Bevor der gute Fisch verschwindet. Kommt schon. Oh, untätig, echt? Ja, so ungefähr, genau. Ich glaube, 3 Tage waren zu wenig. Mal sehen, was die noch zusammen hier bekommen. Ressourcengrenze erreicht. Okay. Dann, ja, zurück nach Hause dann, ne? Ah, die Feldküche ist fertig. So, die alte Frau kann jetzt hier rein arbeiten gehen. Ich hatte noch eine. Warum geht was für... Ach, die kann wohl nicht arbeiten. So eine faule Sack. Die kann anscheinend echt nicht arbeiten. Das ist ja nicht nett. So, aber das Nahrungsproblem müsste sich jetzt schon langsam irgendwann mal auflösen. Ich habe 82 Fische und habe noch immer 0 Nahrung. Das gibt's doch gar nicht. So, haben sich hier die Stände wiederholt? Naja, nicht wirklich, ne? Gut, aber bevor mir hier der ganze Fisch verliert, werde ich hier auch den rausnehmen und nur den einen hier arbeiten lassen, genauso wie hier. Nee. Niemals, die muss ja hier nicht arbeiten bei mir.
Ist ja ganz eine nette. Ach, das sind wohl meine... Sind die schon wieder zu Hause? Nee. Warum ist hier noch Pause? Ach so. Die Expedition ist hier zurückgekehrt. Leider kam es während der Expedition zur Infektion. Die Epidemie hat begonnen. Alter, Gott sei Dank habe ich ein Krankenhaus. Nur ein komplexes System aus geeigneten Unterkünften, gut erforschten Medikamenten und Pilze kann die Ausbreitung dieser Krankheit verhindern. So, Gesundheit, Übelkeit, ja, ihr müsst ja auch das, ja, Medikamente habe ich, Gott sei Dank. Ich hoffe, dass die Epidemie sich nicht ausbreitet, ne? Nicht zum Sterben zurückgelassen? Danke, dass ihr versucht habt, mich zu retten, aber für mich kommt wohl jede Hilfe zu spät. Trotzdem bin ich wirklich froh, dass das Letzte, was ich von anderen Menschen erfahren habe, Freundlichkeit und nicht Gleichgültigkeit war. Hier, bitte nehmt es. Ich habe es immer bei mir getragen. Das ist ein sogenanntes Fabergé-Ei. Ah, recht wertvoll. Früher galt es als unbezahlbar, als ein Meisterwerk der Kunst und des Handwerks. Aber jetzt, vielleicht kannst du etwas damit anfangen, indem du es zerlegst und studierst, wie es zusammengesetzt wurde, um etwas über alte Technik zu erfahren. Wenn du mich jetzt in Ruhe lassen könntest, ich würde gerne meine Augen schließen und schlafen. Und schon sind wir wieder nur 29. Aktive Epidemie. In einer Gemeinschaft gibt es kranke Menschen. Sorge dafür, dass die Ausbreitung von Krankheiten eingedämmt wird und sorge für die medizinische Versorgung dieser Menschen mit Symptomen. Epidemiezustand in Humergebiet, aktuelle Erkrankung 3, geschätzte tägliche Erkrankung etwa 0, Kapazität der Gesundheitswesen 0, Risikofaktor in Kranken 43%, Art der Erkrankung, mäßige Krankheit. Die Lage der Epidemie ist in diesem Bezirk stabil, du solltest sie aber weiter im Auge behalten. Ja, die sind eh alle hier drinnen. Und ja, der geht rauf. Das ist gut. Ja, sie wollte ja nur nicht alleine sterben. Sie wollte ja abtreten, aber halt lieber in Gesellschaft. Und sie hat so lange durchgehalten, bis sie jemand gefunden hat. Und jetzt konnte sie endlich gehen. So, jetzt habe ich 5 Untätige. Ja, die Expedition machen wir gleich nochmal. Weil da gibt es ja noch genug Ressourcen. So, dann habe ich 2 Untätige, die kann ich hier reinschicken. So, oh, es wurden 4. Oje. Oje. Jetzt sind es 5. Das ist nicht gut. Wie kann ich denn das? Die sind eh, wie stecken die sich an? Die sind eh schon. Oh. Deswegen. Das habe ich jetzt zu spät gesehen. Jetzt hat er die Medikamente wieder rausgetragen. Sterben die jetzt ohne 86%? Ich werde mir das mal merken.
verstehe nicht, warum die noch immer Hunger haben können. Das ist unglaublich. Nein. Aber wenn die sterben, dann müsste ich weniger... Nee, es geht nach oben. Ja, die werden... wenn die sterben, müsste ich weniger füttern. Ne? Das wäre ja gar nicht so schlecht. Ich muss ja an das Wohl der Allgemeinheit denken, ja? Da kann schon mal passieren, dass ein paar geopfert werden müssen, ne, in den Vulkan. So, das hat sich wieder aufgefüllt. Und da hat sich auch aufgefüllt. Das heißt, ich kann dann, wenn die von der Expedition zurück sind, kann ich die wieder, oder wenn die hier fertig geforscht haben, kann ich hier wieder ein paar Leute reinschicken. Jawohl, eine Person hat sich wieder... Das ist schön. Die erste ist wieder gesund. Nee, das steht hier nicht im Vertrag drin. Jawohl. Nur noch zwei sind krank. So, wie sieht's mit der... Ach, die sind schon da. Mist. Wieder alles übersehen. So. Nein. Schau, es ist nur noch einer. Es ist nur noch einer. Oh, da ist ein neuer reingekommen anscheinend. Das ist schlecht, er hat noch keine Behandlung bekommen. Ah, nee, der hat sich gerade vollständig erholt, okay. Achso, nee, das... Was ist mit dem hier? Hm. Im Moment habe ich keine Obdachlosen. Ist ja auch schon was. Oh mein Gott. Okay, den muss ich als erster behandeln. So, und dann schnell isolieren. Der eine musste ja noch unbedingt krank werden hier. Okay. Ja, wo ist die jetzt? Ja, da, jetzt habe ich wieder zwei. Oh
Okay, check ich nicht. Dann mache ich doch wieder Isolierstation, ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber irgendwie wird er ja nicht... Genau, isoliert kranke Menschen, um die Ausbreitung in der Bi zu verlangsamen. Und die Klinik verteilt Medikamente an Menschen und heilt sie von Infektionen. Das heißt, ich verstehe das jetzt nicht. Geh sofort ins Krankenhaus. Du bist der... Ach, du bist der... Warum steht denn der hier rum? Ach, weil Pause ist. Warum ist jetzt schon wieder Pause? Ach, weil ich das einhatte. So, lass dich behandeln und steck mir niemand mehr an. Irgendwie kommt mir das so vor, ja. So, jetzt ist der eine drin. Wo ist der zweite? Warum ist der zweite noch nicht drin? Ah, da kommt er. Jetzt aber schnell. Dann wirst du behandelt und sofort isoliert. Schneller, bevor du noch einen ansteckst. Zeigt der die Medikamente wieder raus? Das kapiere ich auch nicht. So. Und sofort isolieren. Warum habt ihr noch so viel zum Tun? Okay. Was macht die Expedition? Ah, die glaubt noch fest. Ein bisschen Medizin, ein bisschen Dings, ein bisschen Nahrung. Ja, scheint sich ausgezahlt zu haben. War schon wieder eine erkrankt, Alter. Boah, Donner. Na toll. Das ist ja schrecklich hier. Ach, Lagerausdehnung. Okay, oh, das brauche ich auch. Aufwertung zur Bezirksgründung. Nee, brauche hier gar nichts. Da, der dritte geht ja schon rein. Da wandert er schon. Der eine ist eh bald wieder gesund. So. Ach, die haben noch für 14 Tage. Okay. Aber da ist eh schon bald das Lager voll. Viel können die eh nicht mehr tragen. Oh. Da muss ich auch her. Was gibt's denn hier? Kraftwerkszellen, okay. Ah, kann ja auch noch eine Expedition machen.
Immerhin ist auf 38% gesunken. So, habt ihr noch was zu tun? Bisschen noch. Gibt's da noch was? Ah, wir haben erst 10, wenn ihr hier wart, gell? Aus! Das hat sich ausgekrankt. Da klickst drauf und das ist irgendwie kacke, echt. Ja, ich habe ja dann gerade hier hergeschickt, dass sie das Gebiet weiter kontrollieren. Oh, aber jetzt ist eh das Lager voll. Das heißt, wir können zurück nach Hause. Und da gibt es dann eh noch jede Menge Ressourcen. Ich habe die extra hierher geschickt, damit sie das Gebiet hier erkunden, ne? Also wenn ihr die Liste hier oben einschaut, Ressourcen habe ich jede Menge, ne? Und das mit der Nahrung wird auch nicht richtig besser, obwohl ich jetzt schon... Ist echt arg. Nun, ich mache hier 10. Hier auch 10. Gut, da habe ich ein bisschen rausgenommen, weil sich das wirklich nur sehr langsam erholt. Ja, wenn die zurückkommen, dann werde ich wieder ein paar einsetzen. Tue ich hier noch einen rein, hier noch einen rein, dann habe ich noch einen für was? Für keine Ahnung. Die sind auch noch bei der Arbeit. Ah, da muss ich gleich wieder ein Dings, ein Clan-Dings machen. Warum haben die noch so viel zum Tun? Weil es nur noch 2 sind, ja, und 2 haben halt fürchterlich zum Tragen. Ja, die sind auch total überfordert. Oh, jetzt geht das wieder los, ich brauche wieder mehr Leute. So, 43 Nahrung, 44 Wasser, ein bisschen Buch, ein bisschen Links, ja, okay. Ich habe 100 Nahrung, dann machen wir gleich die nächste Expedition. Ja, komm, schlag zu. Und bist du morgen schon dabei? So. Hm.
komisch, dass hier keiner in ein Haus wohnen möchte. Ich habe das extra hergerichtet. Also, siehst du? Siehst du? Die wollen im Müll schlafen. Die wollen in diesen Behausungen leben. Sie hätten hier ein schönes Haus. Schön renoviert. Die wollen da gar nicht wohnen. Ihnen gefällt es hier viel besser in der Müllbehausung. So, ich mache jetzt aber eigentlich hier mehr Fisch. Das heißt, ich werde mal hier die mal wegtun. Dann habe ich 4 Leute. Davon kann ich 2 hier reinschicken. Oder hier nur einen, weil da gibt es ja nur einen Posten. Hier noch einen. Dann mache ich mehr. Und wie viel habe ich da noch? Und noch 2 hier, damit die hier die Arbeit bewältigen können. So. Boah, schon wieder 2. Alter, ich habe schon wieder 5 kranke Menschen. Okay, ich baue jetzt ein zweites. Das heißt, die Arbeit, ach deswegen, die arbeiten nicht mehr. Deswegen große Auslastung. Mir fehlen ja 5 Leute quasi jetzt. Aber sie werden, ich weiß nicht jetzt, warum ich, verstehe das jetzt nicht, die werden eh gesund. Ich weiß jetzt nicht den Unterschied. Weil die werden eigentlich gesund, ne? Fortschritt steigt. Ja, ich habe keine Ahnung, also ich habe ja wieder 5. Wenn jetzt noch mehr dazukommen, ah, das ist schon voll. Kennt sich doch keiner mehr aus hier. Was passt denn denen schon wieder nicht? Ja, und warum gehst du von da daher? Das, ich check das nicht. Dann zieh hier aus und... Das sind 3. Da wäre Platz, da wäre Platz. Das kapiere ich alles nicht. Oh, dafür bräuchte ich eine Tauchausrüstung, okay. Das ist ja doof. Aber keine Dachausrüstung. Das ist jetzt aber gemein. Das ist nicht nett. Das ist aber nicht nett. So, Klinik. Eine kleine medizinische Einrichtung bietet den Menschen eine medizinische Grundversorgung, verteilt Medikamente an Menschen und heilt sie von Infektionen. Schwere, kranke Menschen brauchen mehr Zeit und Medikamente, um zu genesen. Ja. Keine Ahnung.
Da ist schon einer drin. Die brüllen sich hier durch den Müll. Ich hoffe, die essen dann die Rationen, damit die länger hier bleiben können. Weil sonst müssen die jetzt wieder zurück und ich möchte hier aber keine mehr herschicken. Also nicht bevor ich tauchen kann. Sollen wir gleich sehen, wenn der hier die Ration, ja, die Nahrung wegnimmt, ob die Ration dann wieder steigt. Scheint nicht so zu sein. Das ist aber doof. Ah, verbleibende Ration noch einen Tag, okay. Das heißt, wir können das noch zusammenklauben. Und dann gehen wir nach Hause. Ah, jetzt halt doch das nächste verbleibende Ration in 5 Tage. Okay, sie nehmen es dann doch, das dauert noch länger. So, warum ist der jetzt, am Sterben oder warum ist der jetzt rot? Ah, jetzt sind alle 5 hier drin. Keine Ahnung. Ich kenne mich nichts mehr aus. Ich check's nicht ganz, ich gebe es ganz offen und ehrlich zu. So, gibt's da noch irgendwas? Kräuter habe ich mittlerweile auch genug, ich glaube. Ja, ist eigentlich nichts mehr Interessantes. Ich glaube, ihr könnt nach Hause, ich brauche eh lieber die Arbeiter. Okay, kenne ich nicht, keine Ahnung. Also doch isolieren. Der will jetzt doch Isolation. Das soll sich einer auskennen.
Also der Magen hat sich jetzt ein bisschen eingedämmt. Oder auch nicht, es gibt keine Fische mehr. Hä? Ach so, ja, weil ich da... Das übersehe ich immer. Ja, ich verstehe bei dem Spiel schon vieles nicht mehr. Muss ich ehrlich zugeben. Es haut mich auch nicht gerade unbedingt von den Socken, muss ich auch ganz ehrlich gestehen. Vielleicht weil ich es auch nicht richtig verstehe. Das mag auch durchaus sein. Sind die schon wieder? Ne, die sind da. Okay. Ja, einer hat sich erholt. Dann bleiben nur noch 5. Oder wie? Ach, 3 sind es noch. Okay. Ja, vielleicht stecken die jetzt keinen mehr an, das wäre fein. So. Wie sieht's denn hier aus? Ja, die arbeiten auch noch immer dran. Ich möchte aber eigentlich lieber an der Forschung arbeiten. Es gehen schon langsam die Fische aus. Das heißt, ich muss auch wieder bald in die Fische investieren. Also Leute in die Fischerei schicken. Eigentlich bin ich nur damit beschäftigt, irgendwie Nahrung ranzukarren. So, Expedition ist zurück. Sehr gut. Ja, noch ein Buch rein. Nein, stopp. Jetzt gehen wir, ich brauch die Forschung und nicht hier die ganze Zeit nur diesen. So, das heißt, ich habe jetzt 3 Leute. Dann tue ich hier noch einen rein. Und hier noch einen rein. So, und da sind 3 und da sind 5. Dann tun wir da noch einen rein. So, dann sind sie da alle vollzählig. Andererseits brauche ich hier gar nichts mehr. Ich habe von allen Materialien so viel, es ist gar nicht notwendig. Ich brauche die Forschung. Damit ich die Bretter machen kann, ne? Dann geht es wieder ein bisschen was weiter. Das heißt, ich werde die nächste Expedition dann hierher machen. Jetzt habe ich wieder alle eingeteilt, naja. Sehr schön. Die Krankheit wurde besiegt. So, dann haben wir von allen mal eines. Was dieser Clan mag Rathäuser nicht und das Leben in einem Bezirk in der Freiheit, ha? Kneipen, dieser Clan mag Kneipen nicht und das Leben in einem Bezirk mit ihrer Freiheit, okay. Kunstgalerie mag er auch nicht, Stadien mag er auch nicht und Kapellen mag er auch nicht, okay. Komischer Clan. Der mag ja gar nichts. Ja, alle wieder gesund. Vielleicht müssen die als Erste in der Klinik sein und dann in die Isolationsstation. Keine Ahnung. Oh, ich hätte 17 Bretter. Das heißt, ich könnte was bauen, aber ich muss das erst erforschen. Hm, okay. Ja, gut, ich mach mal, jetzt wo ich mal ein bisschen Nahrung habe,
würde ich mal hier 3 rausnehmen. Gut, ich nehme 4 raus. Mach eine Expedition. Und zwar so. Dann kriegen wir wieder ein paar Leute mehr. Dann können wir hier, glaube ich, alles betreiben und dürften keinen Hunger leiden. So, wie sieht's denn hier aus? Ah, gleich gibt's mal wieder. Mir fehlen ja nur 4 Punkte für. Für die Bretter. Die Bretter, die die Welt bedeuten! Ja! Na, es muss erst Tag werden, ne? Wir haben wieder Nacht, ne? Es muss erst wieder Tag werden. Lassen wir uns überraschen. Lass dich überraschen. Schnell kann es geschehen. Ah, gibt's wieder. Wo tagt denn Eier? Ah, der hat eh voll mit Fisch. Der ist auch voll mit Fisch. Habe ich da nicht auch einen gehabt? Ah, der ist auch voll mit Fisch, okay. Die haben also genug Fisch noch zum Verarbeiten. Das macht die Expedition. Wo ist die schon? Ach, da fahrt sie mit dem Floß, das ich hier nicht nutzen kann, ne? Komisch. Ah, die Forschung ist fertig. So, ja, ich brauche die Bretter. So. Ein befestigter Weg, auf dem man schneller vorankommt. Wie viel habe ich denn? Ich habe noch 6. Ich brauche aber eher noch vorher das Sägewerk. Das wäre Wachstum wahrscheinlich, ja. Holz, ne, das wäre das Holzfällerhaus. Ne, das Holzfällerhaus habe ich ja schon. Sägemühle. Genau. Da brauche ich 15. Okay. Ne, da muss ich noch aufkalten. Da muss ich noch abwarten, bis die ja weiter geforscht haben. Neuer Clan entdeckt. Ui, jetzt wird's. Ach, Feuerwache. Unser Clan wurde von einem Lebensretter einer Feuerwache gegründet. Wir waren so entschlossen, so viele Menschen wie möglich zu helfen, dass wir schließlich eine dauerhafte Gemeinschaft bildeten. In der Feuerwache legen wir großen Wert auf Vielfalt und Toleranz. Wir wissen auch, wie sehr uns
gegen Gewalt von anderen Gruppen wehren und diejenigen bestrafen können, die gegen interne Gesetze verstoßen. Eine lustige Tatsache über uns, um unsere multikulturelle Identität zu unterstreichen, feiern wir gemeinsam Feiertage aus verschiedenen Traditionen. Toll, und die soll ich jetzt mitnehmen. Fabriksgespräche. Es leben Menschen hier. Sie sind hier jetzt schon seit ein paar Monaten. Wie hart. Einige doch haben genug von diesem Ort und wollen sich uns anschließen. Als Dank dafür bieten sie uns etwas Wertvolles, Medikamente. Wie viele denn? Ach, und jetzt habe ich einen neuen. Okay, da sind jetzt 10 Leute. Alles ganz schön überflutet hier. Oh, ich habe niedrig. Okay, da kriege ich nur Wasser raus. Ah, und da kriege ich aber 3 Bücher und eine Links raus. So. Wie sieht's denn aus? Naja, bald haben wir nächsten, dann haben wir die 15. Jawohl. Da ist es. Ich könnte jetzt gleich Schrott machen. Okay, das wird aber 30. Nee, ich brauche die Holzverarbeitung, sonst geht gar nichts weiter. Ich hoffe, es war die Holzverarbeitung. Ja, genau. So. Wo brauche ich denn die jetzt hin? Na, die ist ja gar nicht so groß. Drei Leute arbeiten da drin, okay. Warum suchen die nicht mehr? Warum dauert das so lange? Ja, kommt ein bisschen was raus. Oh, Ressourcen sind aus. Ja, für einen Tag noch, sagen sie. Okay. Oh, das ist schon fertig. Holzverarbeitungsanlage. Aha. Okay. Aha, ich kenne mich nichts aus. So, ich habe jetzt 10 Leute und kann trotzdem keinen einsetzen. Warum? Warum kann ich von denen keinen einsetzen? Sind das keine Arbeiter? Ist die Feuerwache keine Arbeiter oder was? Oh, ich habe hier 10 untätige Personen. Ich kann sie auch hier nicht reinsetzen. Was soll denn das? Was? Ach Gott, ja, ich habe die ja noch nicht. Ich habe die ja noch nicht hergebracht. Alles in Ordnung. So, gibt es da noch irgendwo was Wichtiges? Nee, nur Holz.
Nö, da gibt's nur nichts Wichtiges. Gut, dann kann ich die wieder reparieren. Oh ja! Zurück nach Hause. Wusste es, in der Feuer arbeiten, in Wahrheit, arbeitet in Wahrheit keiner. Ja, genau. Ja, aber die kommen erst jetzt. Da kommen sie, schau. Wohlergehen erkunden. Ach, was wäre denn jetzt gut? Wasserreinigung. Effizientes Filtersystem, das größere Mengen an Trinkwasser hat, muss in Seichen. Ja, das wäre nicht schlecht, eben schon fürs Insektenhaus. Und die Küche würde aber mehr Nahrung aus den Fischen rausbringen, ne? Ich mach mal die Küche, ich brauche als erster mehr Nahrung. Wasser habe ich ja genug. So. Ah, jetzt fehlen mir wieder Bretter, jetzt fehlt mir wieder Holz. Okay, stopp, stopp, stopp. Stopp. Wo ist denn jetzt hier das? Ah, da ist es. So, wo sind denn die? Ah, da kommen sie. Ich glaube, ich werde jetzt auch eine Küche mal schließen. Jetzt habe ich eh nicht mehr so viel Fisch. So, 17. Also, ich brauche 100. Aha. Ausdruck, okay. Komisch, komisch. Komisch, komisch. Was will denn der jetzt? Ach so. So, sind die schon wieder da? Nee, das zeigt er mir ja an. Ah, jawohl. Oh mein Gott, und schon wieder eine Epidemie. Das freut mich aber. Erfolgreich, die erste Expedition. Wir haben die Speer zu unserer neuen Siedlung gebracht. Sie bestätigen, was ich bereits vermutet hatte. Wir sind nicht die einzigen in diesem Gebiet. Sie hatten auch einige interessante Erkenntnisse über die Situation in der Stadt, direkt nach dem Vorfall. Als der Damm anfing, das Gebiet zu überfluten, kam es angeblich zu Zusammenstößen zwischen Zivilisten und dem Militär. Hauptverantwortlich dafür war Ivo Gaza. Den Namen haben wir ja schon gehört, ne? 10 Forschungspunkte. Gut. Einsteckung. Ich möchte dich nicht beruhigen, aber zahlreiche Leute leiden unter Bauchschmerzen und Erbrechen. Es scheint einsteckend zu sein. Vermutlich war der Auslöser die toten Tiere, die die Leute gegessen haben, obwohl sie in der Sonne lagen. Wie dem auch sei, die Leute machen das Kraftwerk verantwortlich und meinen, es habe das Wasser vergiftet. Siehst du? Ja. Nun, ich als Wissenschaftler kann dir sagen, dass das nicht der Fall ist. Oh, ups. Es ist ein Kaltfusionsreaktor, der ist vollkommen sicher. Oje, wir müssen die Situation so schnell wie möglich unter Kontrolle bringen. Also das Kraftwerk war doch nicht schuld. Ha, wir wissen also noch nicht, warum hier alles vergiftet wird. So,
So, wie viel sind es denn? 4. Na ja, gut, Krankenhaus ist offen. Aber das dürfte ja nicht ansteckend sein. Oder ist das ansteckend? Ja, genau. Ich wollte es nicht sagen. Ich habe es mir auch gedacht. So, wie viel habe ich? 12 Untätige. Ja, gut, dann mache ich mal 4 hier rein. Dann kann der hier wieder arbeiten. Hier auch noch einen rein. Dann gibt es wieder mal jede Menge Fisch. Dann können die endlich wieder den vergifteten Fisch essen. So, dann können wir hier gleich die Küche aufwerten. So, ich mache hier mal eine Isolationsstation. Überlebe die Epidemie. Also es ist, baue ein Sanitätszelt, um Infektionen zu behandeln, bis deine Gemeinschaft eine Herdenimmunität gegen die Seuche entwickelt. Wenn dir die Medikamente ausgehen, kannst du die Umgebung erkunden, um mehr zu finden. Du kannst auch den Isolationsmodus für deine medizinische Einheit aktivieren. Okay, also es beides hilft eigentlich irgendwie. Also als erster soll es wahrscheinlich eine Klinik sein, damit die Leute geheilt werden. Und wenn man keine Medikamente hat, dann sollte man wahrscheinlich auf Isolation gehen. Okay. So, ich brauche Bretter. Mal wieder alles abgrasen, was hier zu finden ist. So, 3 und 1. Gut. Für heute war es das mal wieder. Es ist 22.30 Uhr. Heute werde ich mal wieder pünktlich Schluss machen. Ach. Mal sehen, ob wir das nächste Mal die Epidemie besiegen können, ne? Oder ob alle mir wegsterben werden. Na, da steht sogar schon Ansteckung 1. Okay. Das ist also quasi eine geplante Verseuchung meiner Bevölkerung hier. So, es geht so nicht. Das ist schon, also so nicht, meine Freunde. So nicht. Auf dieser Basis geht's. Du hast schon dran gezweifelt. Mal sehen. Vielleicht. Ich weiß nicht, was haltet ihr davon? Ja, ich bin noch unschlüssig, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht ist auch zweimal einfach zu wenig. Vielleicht sollte ich denen noch ein drittes Mal eine Chance geben. Mal sehen. Es gibt ja hier wieder einen Tag, wo Zenso keine Zeit hat, dann kann ich das ja nochmal reinwerfen. Wie kann ich hier aussteigen? Titelbildschirm. Okay. Jetzt, wo wir ein bisschen mehr gesehen haben,
und wissen, wie wir weiterkommen, ja, da können wir noch ein bisschen was weitermachen. Da hast du recht. Und ich bin aber heute echt schon müde. Freue mich jetzt auf ein schönes, gemütliches Bett mit einer kleinen Abend, eine gute Nachtgeschichte. Also, ja, Cäsar hat mir jetzt, er gibt mir morgen so gegen 6 Bescheid, ob wir morgen No Man's Sky spielen. Und ja, dann sehen wir uns vielleicht wieder morgen. Alles klar, meine Freunde. Macht's gut. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Warek, Cenzo, Papa, meine lieben Lurker. Adios. Ah, okay. Also dann, morgen No Man's Sky. Alles klar. Tschüss.